für die Werkstatteinrichtung. Doch, was ist das richtige Material für die Werkstatteinrichtung? Für meine Werkstatt nehme ich Kantehölzer und Plattenmaterial. Oder anders gesagt, Holz und Holzwerkstoffe. Das Grundgestell ist aus gehobelter Fichte Tanne, 45x45 oder 43x43, je nachdem, was man im Baumarkt bekommen kann. Und die Gestelle sind alle mit Pocketrol verschraubt. Die obere Platte ist eine Spanplatte mit einer HPL-Beschichtung und die Anleimer habe ich aus Bilke Multiplex gemacht. Die Multiplex-Kante habe ich einfach mit Leim und dem Druckluftnagler angeschossen und das ist eine bessere Kante, als wenn man jetzt hier diese Anleimer nimmt, die man so aus dem Baumarkt kriegt. Doch was ist der Unterschied zwischen Holz und Holzwerkstoffe? Holzwerkstoffe oder Holzplatten oder Plattenware, wie sie auch genannt wird, hat den Vorteil, dass diese nicht mehr oder nur noch sehr wenig arbeiten können, also sich in dem Maße verändern oder in der Form. Und das wird eben durch das Verleimen verhindert. Holz oder Massivholz bekommt man von Brettern oder Bohlen oder Latten, Leisten, Gesägt, gehobelt, teilweise auch gebürstet oder sandgestrahlt. Auch zum Holz zählt auch das Leimholz und Leimholz besteht aus zusammengeleimten Massivholzleisten, ist sorgfältig getrocknet. Aber Achtung, da gibt es riesige Qualitätsunterschiede, die natürlich nicht auf den Platten stehen. Diese Unterschiede sind in einer Tabelle festgelegt, die ich euch mal hier einblende. Dann gibt es noch die Sperrholzplatten, die aus einer ungeraden Anzahl von längs- und querverleimten Furnierschichten bestehen. Und dadurch ist das Holz gesperrt und kann sich nicht mehr verwerfen. Multiplex und auch die Siebdruckplatten zählen auch zu den Sperrholzplatten. Und bei der Verarbeitung von den Platten ist es wichtig, dass ich beide Seiten immer gleich behandle, also Lack oder Folie oder Tapete, egal, oder Furnier, immer von beiden Seiten. Ansonsten können sich auch diese Platten im Nachhinein verziehen. Spanplatten ist aus Abfall hergestelltes Plattenmaterial. Hierbei werden zerkleinerte Späne mit einem Bindemittel und hohem Druck zu Platten in verschiedenen Stärken gepresst. Je nach Bindemittel setzen Spanplatten auch Formaldehyd frei und kann Allergien, Atembeschwerden und Kopfschmerzen verursachen. War in den 80er Jahren unter anderem in hohen Konzentrationen im Holzschutzmittel vertreten. Seitdem gibt es daher Kennzeichnungspflicht bei den Emissionen mit E1, E2 und E3 Spanplatten, wozu auch die ESB oder unsere gute OSB-Platte gehört. Das ist im Prinzip auch eine normale Spanplatte. Hier werden nur längere Hackschnitzel sozusagen verwendet. Daher gibt es hier die Typenbezeichnung V20
Dann sind die Platten auch im Innenbereich zum Beispiel zugelassen. Und es gibt noch den Bereich, die Kennzeichnung, Typenkennzeichnung V100. Dann kann ich diese Platten auch im Außenbereich verwenden. Es gibt natürlich noch mehr Arten und Bezeichnungen, aber die wichtigsten sind halt die E1, E2 und E3. E1 immer nur für den Innenraum verwenden, E2 und E3 nur für Außenbereiche. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Es gibt auch noch Faserplatten in weich, mittel und hart. Und das bekannteste davon ist wahrscheinlich das MDF. Das MDF besteht aber nicht aus Abfall oder Staub, sondern aus feinen, zerfaserten, rinnenfreies Nadelholz. Und zwar wird das Ganze quer und längs verpresst und dadurch wird diese homogene Oberfläche bzw. Kantenfläche erreicht. MDF hat den Vorteil, dass die Kanten glatt und fest sind und ohne zusätzlichen Anleimer auch profilierbar. Das heißt, ich kann jetzt hier einen schönen Profil reinfräsen und ich selber habe MDF in Ausbildung kennengelernt in den 80ern. Ich komme aus der Rahmen- und Leistenindustrie und dort haben wir aus MDF Leisten hergestellt, die hinterher mit Folie zum Beispiel ummantelt wurden. Und da bietet MDF den Vorteil, es kann einfach gefräst werden und ich habe keine Löcher oder sowas in der Platte, sondern es ist eine schöne homogene Fläche. Und ja, somit ist MDF eben ohne zusätzliche Anleimer profilierbar. Deswegen ist es auch blödsinnig, MDF mit Anleimer zu versehen, weil MDF hat einen Status, ja, man muss wissen, was man mit diesem Material anstellen kann. Für normales Möbelbauen nicht unbedingt das erste Material. Der Nachteil ist allerdings bei MDF, hat eine geringere Festigkeit wie Vollholz. Natürlich gibt es noch jede Menge andere Arten von Holzwerkstoffen und Holz und Plattenmaterial, zum Beispiel Tischlerplatten, Stäbchenplatten, Stahlplatten und ja, das alle aufzuzählen, das würde den Rahmen sprengen. Das sind jetzt so die wichtigsten Materialien, die in der Werkstatt verwendet werden im Hobbybereich und wenn da noch Fragen sind, benutzt die Kommentarfunktion. Doch was nehme ich denn jetzt für den Ausbau für meine Werkstatt? Das hängt eigentlich von vielen Faktoren ab. Ne? Unter anderem zum Beispiel der Geldbeutel. Viele nehmen USB. Das ist günstig überall zu bekommen. Multiplex ist von der Oberfläche her schöner, aber auch dementsprechend teurer. Ich selber verwende jetzt hier eine Rahmenbauweise aus Fichte-Tanne und somit habe ich eine stabile Konstruktion. Rahmen sind immer stabil und das ist das, was ich als Untergestelle verwende. Ich habe jetzt so in meiner ersten Werkstatt die Schränke gebaut und jetzt hier auch eben die Schränke und mein Werktisch. Und der Nachteil bei dieser Konstruktion ist allerdings, es geht natürlich Platz verloren, weil ich eben die dickeren Wände habe. Aber spielt das keine Rolle, ob ich jetzt hier einen Meter Platz mehr oder weniger habe. Für meine Werkzeugschränke reicht es allemal. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier 13 laufende Meter von der Wand da hinten bis zu der Ecke. Und das sollte eigentlich erstmal für die Werkstatt reichen. So, die Oberplatte habe ich für verwendete Spanplatte genommen. War jetzt ein Kostenfaktor. Im Endeffekt, ja, das Material kostet weniger als eine Küchenarbeitsplatte. Und bei 13 Meter ist das natürlich ein Aspekt. Allerdings, ja, diese beschichteten Spanplatten, dazu brauche ich natürlich auch vernünftiges Werkzeug, also sprich, es muss ein sehr scharfes Sägeblatt sein, am besten mit Trapezschliff oder ich habe eine vernünftige Formatsäge.
Habt eventuell sogar noch einen Vorritzer, um da eine sehr ausrissfreie Schnittgüte zu bekommen, weil dieses HPL ist ziemlich splitterfreudig. Und ich habe es jetzt halt genommen und im Nachhinein, ich hätte vielleicht doch Multiplex nehmen sollen, aber mir gefiel auch dieser kleine Kontrast mit diesem Grau und ich habe es jetzt genommen, ich werde es jetzt auch erstmal so belassen. Die Gestelle werden natürlich jetzt noch ausgekoffert, das heißt, von innen werden sie verkleinert. Dazu habe ich ja hier schon die 10 mm Multiplex zugeschnitten. Damit werden die Seiten und Böden verkleidet. Dann kommen dementsprechend noch die Schubkästen rein. Aber dazu gibt es später noch wieder ein neues Video. Wer sich natürlich jetzt mit MDF, OSB, ESB oder Spanplatte Gedanken wegen der Gesundheit macht. Die größten Ausdampfungen von Formaldehyd, was natürlich seit den 80er auch schon ziemlich reduziert worden ist. Also erstmal darauf achten, dass sich eine Spanplatte oder MDF, ESB, OSB, wie sie auch alle heißen, mit der Kennzeichnung E1 habe. Dann habe ich die wenigsten Emissionen und wer sich trotzdem noch Gedanken wegen der Gesundheit macht, die größte Ausdampfung erfolgt hier über die Schnittkanten. Das heißt also, Kante drauf oder lackieren, man kann es auch spachteln. Hauptsache dies eben zumachen, man kann es auch einfach mit Leim zuschmieren für den hinteren Bereich zum Beispiel. Und somit sperrt man eben die größte Ausdampfung ab. Es gibt auch wunderschöne Werkstätten aus edlen Hölzern. Wie gesagt, ist wieder eine Kostenfrage. Also perfekte Material für die Werkstatt gibt es nicht. Jeder soll das nehmen, was seinen Vorstellungen entspricht, was er möchte, was seine Bedürfnisse erfüllt. Und was nützt es, wenn ich edles Holz nehme? Ich kann es nicht vernünftig bearbeiten oder ich nagel es einfach mit einer Nagelpistole zusammen. Dann nützt mir auch nicht die teure Eichenbohle oder die Lärche oder Esche, sondern es geht auch um die eigenen Bedürfnisse. Meine Bedürfnisse sind jetzt halt gewesen aus dem Kosten- und Konstruktionswesen heraus, dass ich jetzt eben hier die Stollenbauweise mit der Spanplatte verwende und damit komme ich jetzt erstmal klar. Zum späteren Zeitpunkt werde ich auch mit Massivholz mehr arbeiten, aber das wird noch später kommen. Ich hoffe, das Video war für euch informativ und hat euch gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, nutzt die Kommentarfunktion. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Und ich gehe jetzt erstmal ins Krankenhaus wegen meiner Schulter und melde mich natürlich gesund und munter, hoffe ich. Teilweise zurück. Ich würde sagen, in diesem Sinne, bye.